In der letzten Regierungskontrolle habe ich Minister Antoniadis dazu befragt, wie es mit einer eventuellen Lohnfortzahlung für die Pflegekräfte in den Wohn- und Pflegezentren der deutschsprachigen Gemeinschaft aussieht. Ja, wir kennen das von unseren Lehrern oder in der Kleinkindbetreuung, wo es eine Lohnfortzahlung gibt, auch während Quarantäne. Das gibt es leider, gab es leider bisher bei den Pflegekräften nicht. Sie hatten, wenn sie dann eben zum Schutz der Bewohner oder der Kollegen in Quarantäne gingen, was auch vielleicht häufiger vorkommt, weil sie ja auch ein höheres Risiko haben, mit dem Virus in Kontakt zu kommen und auch größere Vorsicht walten lassen müssen, nochmal an der Stelle. Dann hatten sie auch noch Nachteile, finanzielle Nachteile, weil es während der Quarantäne nur das Kurzarbeitsgeld gab. Ich freue mich, dass dieser Gedanke aufgegriffen wurde und dass unseren Pflegekräften auch Wertschätzung entgegengebracht wird, indem man ihnen jetzt diese Lohnfortzahlung garantiert und sie keine finanziellen Einbußen in Kauf nehmen müssen, wenn sie zum Schutz der Bewohner, zum Schutz der Kollegen in die Quarantäne gehen. Das ist mal ein gelungenes Beispiel für gute Zusammenarbeit.